Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Und ich habe es ja gestern schon angekündigt gehabt. Und zwar kann ich euch heute exklusiven Content, den vorher noch nie jemand gesehen hat, hier vom Planet Zoo zeigen. Und zwar habe ich extra eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet, dass ich bis heute zum 3. September das Videomaterial zurückhalte. Und ich durfte auf der Gamescom als einer von, ich glaube, 20 YouTubern weltweit exklusiven Content von Planet Zoo anspielen. Und den musste ich, wie gesagt, bis heute zurückhalten. Und heute darf ich ihn euch endlich zeigen. Und es geht dabei um das erste Szenario vom Planet Zoo. Und das habe ich zusammen mit einem Entwickler und einem Community Manager gespielt, die mir dann auf der Gamescom alles erklärt haben. Man hört uns in-game nicht. Das heißt, ich werde einfach das, was sie mir erzählt haben, in dem Video so ein bisschen wiedergeben. Und wir quatschen einfach so ein bisschen über das, was wir uns da angucken können. Und ich kann euch eins sagen, Leute. Die Animationen der Tiere sind noch fantastischer, als ich sie mir vorgestellt habe. Aber ich würde sagen, wir springen einfach mal ins Video rein und schauen uns das Ganze einfach mal an. Und da sind wir auch schon im Park angekommen, beziehungsweise nicht im Park, sondern im Zoo. Ihr seht, das Ganze ist jetzt schon so ein bisschen im arabischen Stil aufgebaut. Ist auch in einem Wüstenteil, soweit ich das verstanden habe, aufgebaut worden. Und hier sieht man jetzt gerade schon das erste Gehege, in dem wir dann drin sind, und zwar bei einem Nashorn. Und ihr seht zum Beispiel auch das Wasser oben rechts in der Ecke, das ist ziemlich braun. Da werde ich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Es gibt nämlich verschiedene Wasserqualitätsstufen. Es gibt gutes Wasser, schlechtes Wasser, und wenn man da reinzoomt, dann sieht man das, sieht man auch, ob die Qualität gut oder schlecht ist, und das hat auch Auswirkungen auf die Tiere. Aber das erste Problem, was wir hatten, ist dieser kaputte Zaun, und das ist ähnlich wie bei zum Beispiel Jurassic World Evolution ist es ja, oder Revolution, glaube ich. Das ist ja auch ein Spiel von Frontier. Wenn ein Zaun kaputt ist, dann fliehen die Tiere oder brechen die Tiere aus in dem Park, und die Besucher haben Angst vor den Tieren. Ist ja klar, wenn da so ein Nashorn durch den Park rennt, kriegen die Besucher natürlich Angst. Und dann kann man jetzt in dem Fall Mitarbeiter holen, der dann halt das Tier sozusagen wieder ins Gehege zurückbringt. Und ich finde die Art und Weise, wie das gemacht wird, ziemlich cool. Es gibt erstmal ein Betäubungsgewehr. Das sieht jetzt in der Animation nicht gut aus. Oben rechts in der Ecke steht auch übrigens Alpha-Gameplay, das seht ihr. Und hier seht ihr was, was ich ziemlich cool finde, und zwar das Tier wurde in ein großes Paket eingepackt und ist dann geschrumpft, und jetzt kann der Wärter das Tier halt einfach also mit den Armen in das Gehege bringen und wirft das Tier jetzt sozusagen wieder ins Gehege zurück. Zack. Und das Paket wieder groß. Ich persönlich finde das total charmant, wie sie das geregelt haben, weil das halt auf eine sehr spielerische Art und Weise gemacht wurde. Aber trotzdem der Sinn dahinter immer noch klar ist. Und das hat mich wirklich sehr gefreut, weil ich mag dieses Verspielte total gerne. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Hättet ihr das lieber cool gefunden, wenn das so gewesen wäre wie bei Jurassic World, dass das dann mit einem Helikopter oder mit einem Fahrzeug betäubt in das Gehege gebracht worden wäre? Oder findet ihr diese verspielte Art und Weise cool? Hier seht ihr jetzt auch, wie ich den Zaun wieder repariere. Das ist, glaube ich, auch ein elektrischer Zaun, soweit ich mich erinnere, hat sie mir erzählt gehabt. Ich kann das jetzt aber auch so also nicht mehr zu 100% nachvollziehen. Auf jeden Fall habe ich den Zaun repariert. Man kann ihn halt anklicken und verlängern. Man kann das so einstellen, dass man den zum Beispiel auch kurvig baut. Und das war die erste Aufgabe, die wir hatten. Und danach haben wir uns dann angeschaut, wie das Ganze mit dem Power-Management aussieht. Hier sieht man nämlich, es gibt so verschiedene Reiter. Da hat man zum Beispiel Wasser, Power. Dann gibt es auch Temperaturanzeigen, weil es gibt ja verschiedene Gehege, zum Beispiel Bären brauchen zum Beispiel kältere Gehege. Dafür gibt es dann solche Module, die man aufstellen kann, die das Gehege runterkühlen. Oder Tiere, die brauchen zum Beispiel etwas tropisches Klima, also so ein Tropenklima. Und da muss man dann Wasser reinstellen. Aber wir gucken uns gerade die Elektrizität an, und hier sieht man, es gibt eine kleine Lücke und da sind bestimmte Sachen nicht unter Strom, und dafür müssen wir jetzt ein Windkraftwerk bauen. Das sieht man hier in der Ecke. Das ist ein Windkraftwerk, und man sieht hier ganz cool, ich pausiere mal ganz kurz das Video, und zwar ist das ein Staff-Weg. Das bedeutet, auf diesem Weg können keine Besucher des Parks sich bewegen, und dementsprechend baut man dann halt solche Generatoren oder Windkraftwerke, baut man in den hinteren Teil des Parks, damit die Besucher von diesen Geräten nichts mitbekommen, weil das hat eine direkte Auswirkung auf das Wohlbefinden oder das Befinden beziehungsweise die Wahrnehmung der Besucher im Park. Und das fand ich wirklich cool, weil man dadurch auch versuchen muss, das Ganze so zu managen, dass man solche Ecken auch hat, wo man wirklich dann die Generatoren hat. Hier sieht man negativ, also hier steht es, negative impact on guests. Also sprich, die Auswirkung in diesem roten Bereich
ist sehr, sehr negativ auf die Besucher. Und da gibt es verschiedene Dinge, die darauf, die eine negative Auswirkung auf die Besucher haben. Und da muss man halt immer schauen, dass man das halt ein bisschen auslagert. Finde ich, haben sie wirklich cool gelöst, weil das halt so ein bisschen diesen Management-Part mit reinnimmt, den ich persönlich ziemlich cool finde. Ja, das Ganze haben wir dann versucht zu lösen. Ich skippe jetzt mal ein bisschen weiter. Das haben wir dann auch irgendwie gelöst gehabt. Hier bin ich dann in eine Animal-Kamera gegangen. Leute, und jetzt müsst ihr wirklich mal auf die Animationen der Tiere achten, okay? Also achtet mal auf die Ohren oder auf das Blinzeln der Tiere, ja? Das ist einfach so schön. Ich habe mir wirklich der Community-Manager, der neben mir saß, die hat mehrmals, es war eine Frau, die hat mehrmals zu mir gesagt so, du musst noch was anderes machen. Und ich so, ja, ich möchte mir aber kurz eben die Tiere angucken, weil die sind einfach so schön animiert. Das hat mich richtig, richtig happy gemacht in dem Moment, ja. Also es war wirklich sehr, sehr schön anzusehen, wie die Tiere sich bewegen und was sie so machen. Dann hat sie mir noch gezeigt, dass es so eine Cinematic-Ansicht gibt. Das ist die jetzt hier. Schaltet die Kamera automatisch in verschiedene Ansichten. Ich habe jetzt mal ganz kurz die Kamera auf die andere Seite gestellt, damit ihr das seht. Und zwar kann man nämlich, wenn man die Tiere anklickt, hier seht ihr, das Tier ist jetzt blau. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann sieht man hier, dass das Tier halt angewählt wurde und das Tier hat verschiedene, also Welfare, das also Wohlbefinden. Ja, also wie geht es dem Tier? Da sieht man zum Beispiel, wie ist die Nahrung, wie ist das Social, also wie kommt es mit den anderen Tieren im Gehege klar? Sind es zu viele, sind es zu wenig? Wie gefällt dem Tier das Gehege? Und Enrichment, also wie ist die Unterhaltung für die Tiere, also dass sie zum Beispiel genügend Spielzeuge haben und so. Und darauf muss man achten, weil wenn ein Wert nicht vernünftig eingestellt ist, dann kann es sein, dass es den Tieren nicht gut geht und das wirkt sich dann auch auf die Tiere aus. Das kann sogar so weit gehen, dass die Tiere sich zum Beispiel nicht mehr bewegen oder sich einfach zurückziehen und das merken dann die Besucher auch. Und dann kann es zum Beispiel auch zu Demonstrationen im Park kommen, wo die Besucher sagen, das ist nicht gut, wir finden es nicht schön, wie die Tiere hier behandelt werden. Das heißt, man muss schon gucken, dass das Ganze in einem Gleichgewicht ist. Hier sehen wir bei Habitat, Terrain ist nicht wirklich schön, das ist jetzt auf 58%. Und das kann man dann in dem Unterreiter wieder sehen. Jetzt sieht man zum Beispiel Grass, Short, 2%, ist zu wenig. Grass long, zu wenig. Soil ist zu viel. Man kann halt verschiedene Untergründe wählen. Wieder wie bei Planet Coaster ähnlich kann man dann halt diese Flächen editieren in der Intensität oder halt auch in der Größe und kann dann halt verschiedene Flächen anlegen. Ich habe das Ganze dann jetzt dann hier in dem Gehege mal gemacht. Jetzt sieht man auch auf der rechten Seite, dass diese ganzen Werte sich wieder in dem grünen Bereich befinden und dementsprechend hat man dann das Terrain auf einen positiven Wert gebracht, was dann wieder, wie gesagt, die Auswirkung auf die Tiere verbessert. Das grobe Gras, wir können mal ganz kurz eben durchskippen, hier sieht man das, das sieht so überragend gut aus, also von der Grafik her ist das auch wirklich sehr schön. Das hier legt sich jetzt gerade noch hin, das sieht sehr schön aus, also von der Animation sehr schön, vom Schatten sehr schön, der Parkwärter, der da rumläuft und die Scheiße aufsammelt. Jetzt steht es wieder auf und man sieht, die Animationen sehen halt einfach überragend schön aus. Also, das haben sie wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Dann bei den Zoomers die nächste Aufgabe bekommen. Hier sieht man nämlich auf der rechten Seite Enrichment 0%. Das heißt, die Tiere haben nicht genügend Spieloptionen im Park oder in ihrem Gehege. Und das haben wir dann geändert, indem ich dann hier... Und das sieht auch wieder ähnlich wie bei Planet so aus. Also man sieht hier, es gibt verschiedene Spielzeuge. Das Ganze kann man dann wieder sortieren. Ich konnte hier auf den Filter klicken und konnte das Ganze so einstellen, dass ich dann halt für die jeweiligen Tiere halt die richtigen Spielzeuge raussuche, dass man halt nicht, also ich kann natürlich für einen Affen ein Klettergerüst bauen, aber das ist natürlich für einen Nashorn nicht sinnvoll. Dementsprechend kann man das halt wieder sortieren. Und das habe ich halt hier gemacht und konnte dann halt die verschiedenen Sachen in den Park reinsetzen. Und dann habe ich halt verschiedene Spielzeuge hier reingestellt. Und das hat dann wieder eine Auswirkung gehabt, und zwar ist jetzt Enrichment auf 100% gegangen. So, und jetzt sieht man hier, das ist auch eine interessante Sache, und zwar, die Temperatur ist für die Tiere zwar angemessen, aber einfach mal, um zu zeigen, wie das Ganze, was für Auswirkungen das hat. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass es die Möglichkeit gibt, bestimmte Temperaturen, beziehungsweise bestimmte Bereiche von der Temperatur zu regulieren. Und da habe ich jetzt ein Gerät ausgewählt, was ich jetzt platziere. Und hier sieht man so einen Wasserkegel. Und dieser Wasserkegel kühlt jetzt diesen Bereich langsam ab. Ihr seht das jetzt gerade hier. Es wird weiter hellgelb. Oder ist jetzt gerade hellgelb geworden. Hier sieht man das. Und dieser Bereich ist jetzt nicht mehr im roten Bereich, sondern geht schon eher Richtung kühl. Das heißt, falls die Tiere sich mal abkühlen wollen, können die auch einfach hier reinlaufen und können sich da ein bisschen abkühlen, um einfach so ein bisschen ihre Temperatur zu regulieren. Dann habe ich noch mal ein bisschen weiter vorgespult. Hier waren dann Krokodile.
Da muss ich dann gucken, dass die Nahrung und das Gehege ein bisschen angepasst wird. Das haben wir dann später noch gemacht. Und hier sieht man auch ganz gut, das, was ich vorhin angesprochen hatte. Wenn das Wasser dreckig ist, dann kann man in dem Wasser nichts sehen. Also das Wasser ist im Grunde für uns selbst und auch für die Tiere dreckig und das merkt man auch. Das kann man jetzt hier bei Water, sieht man das? Das Wasser ist rot, also das ist rot gekennzeichnet. Dann sieht man hier oben in der Anzeige Wasser, ein trauriger Smiley. Wenn das Wasser blau wäre, wäre das ein guter Smiley, also eine positive Bewertung. Und dann wäre das Wasser auch wieder klar. Und dementsprechend müssen wir jetzt eine Wasserfilteranlage bauen. Also hier sieht man das, hier haben wir Wasserfilteranlagen. In diesem Radius ist das Wasser sauber. Alles, was in dem Radius ist oder alles, was hier drin ist, wird dann halt gefiltert. Das Wasser ist klarer, viel klarer. Man kann jetzt auch wirklich reinzoomen, das mache ich jetzt auch. Und dann sieht man auch, wie klar das Wasser ist. Also so sollte es sein, wenn es dann halt gefiltert ist. Und das hat wieder eine positive Auswirkung auf die Krokodile, weil die sagen sich, oder die denken dann natürlich auch, oh, das Wasser ist schön sauber, mir geht's hier besser. Normalerweise, wenn ich an Krokodile denke, denke ich immer an dreckiges Wasser, aber gut, Krokodile mögen es bei Planet Zoo halt eben sauber. Jetzt kommen wir zu den Affen. Und zwar bin ich da in meinem ersten Affengehege, das sah sehr, sehr cool aus. Auch hier wieder die Animation, sehr, sehr schön. Die können auch klettern hier, der klettert nämlich jetzt hier hoch, hat man gesehen. Finde ich schön, weil das sind einfach Bäume, die kann man einfach platzieren und die Affen können mit den Bäumen interagieren. Das war auch eine Frage, die ich extra gestellt hatte. Affen interagieren mit Bäumen, Affen interagieren mit Klettergerüsten, die man komplett frei und individuell platzieren kann. Das heißt, man kann einen Kletterpark bauen und das machen wir jetzt gleich auch. Also ich kann jetzt hier so einen Stamm bauen und die Affen klettern auf diesen Stamm oder auf diesen Parcours und benutzen den so, wie ich ihn erstellt habe. Nach Möglichkeit halt, ne? Also wenn ich jetzt natürlich ein Hindernis hier unten baue und das andere komplett 20 Meter darüber, dann kommen die da schlecht drauf. Aber wenn man das in einer Distanz setzt, die miteinander interagierbar ist, dann nutzen die das auch. Ich habe übrigens auch gefragt, ob die Affen von den Klettergerüsten auf die Mauer und über die Mauer können. Und mir wurde gesagt, dass das funktioniert. Es gab keine hundertprozentige Bestätigung, aber der Community Manager bzw. die Community Managerin, die hat gesagt, ihres Erachtens oder ihrer Meinung nach funktioniert das. Das heißt, die Affen können über die Klettergerüste, wenn man die zu nah an die Mauern setzt, einfach abhauen. Das ist schon ziemlich witzig. Dann kommen wir hier zu einem Bärenkäfig oder einem Bärengehege. Und hier sieht man auch ganz gut, hier wähle ich gerade diesen Kühler aus. Also diese Art Klimaanlage, was ich vorhin erzählt hatte. Und hier kann man die Temperatur einstellen. Also wir sind jetzt auf 0 Grad. Und ich kann jetzt zum Beispiel, das mache ich jetzt gleich auch, die Temperatur auf minus 12 Grad stellen und man sieht, die Temperatur fällt langsam ab. Das heißt, die Temperatur im Gehege bzw. in diesem Kegel wird immer kälter und immer kälter, was dazu führt, dass die Tiere sich dann halt einfach wohlfühlen. Ich kann aber auch diesen Cooler nutzen, um es etwas wärmer zu machen. Also es ist im Grunde kein normaler Cooler, sondern es ist im Grunde auch eine Art Heizung. Ja, so wird mir das erklärt. Hier gibt es dann auch eine Bärenhöhle. Und hier sind dann auch noch ein paar Cooler hingestellt, wo die Bären sich dann halt einfach auch ein bisschen wohler fühlen. Das heißt, man kann also auch in einem Wüstensetting Tiere, die eigentlich in einem kühleren Biom leben, halt in seinem Park integrieren, aufgrund dessen, dass man halt solche Kühler hat, die das halt runterkühlen. Jetzt kommen wir zu einem richtig coolen Punkt, und zwar Animal Trading. Ich kann Tiere kaufen und verkaufen, und meine Tiere haben halt einen Wert. Hier sehen wir zum Beispiel einen Bengaltiger, den ich mir für $15.000 kaufen kann. Wenn der Tiger sich von seinem Wert her steigert, und das sehen wir hier oben, das sind halt hier Sterne, also das sind so Bewertungen von dem Bären jetzt hier in dem Fall. Der Bär hat jetzt einen Stern, wenn er jetzt aber 5 Sterne hat, dann hat der Bär einen hohen Beliebtheitsgrad und es kann dann dazu führen, dass dieser Bär einen sehr, sehr hohen Wert hat. Und dann kann man den Bär für einen sehr, sehr hohen Wert verkaufen. Die Community Managerin hat zu mir gesagt, dass es natürlich immer eine Frage ist, ob das so sinnvoll ist, weil Tiere, die einen hohen Wert haben, kann man zwar für viel Geld verkaufen, aber wenn die Tiere einen hohen Wert haben, dann locken die auch sehr, sehr viele Besucher an. Das heißt, es ist eigentlich im Sinne des Spielers,
die Tiere auf einen sehr, sehr hohen Wert zu pushen, damit der Besuch, damit die Parkbesucher halt einfach auch immer wieder einen Grund haben, wiederzukommen, weil die halt einfach einzelne Tiere sehen wollen. Also das sind dann solche Hauptattraktionen, ja. Oh, das war nochmal ein schönes Ding. Und zwar, hier baue ich nochmal ein Gehege. Und zwar für den Tiger musste ich ein Gehege bauen. Und hier sieht man jetzt, ich baue jetzt die Mauer fertig. Und hier habe ich auf der rechten Seite straight or curved. Ich kann jetzt einstellen, dass ich die Mauer gerade oder gebogen platzieren möchte. Ich habe die jetzt gerade curved eingestellt. Das heißt, wenn ich die Mauer platziere und dann meine Maus bewege, dann bewegt sich die Mauer nach meinem Mauszeiger mit. Sprich, hier sieht man das ganz gut, die Mauer curvt sich. Ich kann jetzt aber auch einstellen, dass ich jetzt zum Beispiel, weil mich das jetzt hier zum Beispiel nervt, dass die Mauer jetzt hier so eine Welle drin hat oder so Wellen drin bekommt, kann ich einstellen, dass sie straight gebaut werden soll. Und das hat sie mir dann erklärt. Jetzt klicke ich mich straight an und jetzt kann ich die Mauer einfach gerade bauen. Und dadurch habe ich nicht mehr dieses Problem, dass die Mauer dann halt solche Wellen aufwirft. Jetzt kann ich wieder Curved auswählen, um halt hier einen sauberen Abschluss zu finden. Und das Gehege ist zu. So, jetzt habe ich das Gehege vollendet. Man kann das auch in verschiedenen Sachen noch einbauen. Verändern. Man kann zum Beispiel die Höhe verändern. Man kann den Stil verändern. Man kann die Breite, die Länge. Halt wie gesagt, ob straight oder curved. Also ob gerade oder kurvig. Das kann man alles verändern. Ich glaube, die Farbe kann man auch komplett verändern. Hier kommt ein ziemlich geiler Moment. Und zwar, die Besucher müssen ja auch irgendwie die Tiere sehen. Und da kann man verschiedene Sachen einbauen. Man kann jetzt zum Beispiel einfach Gitter einbauen. Das heißt, man kann durch Gitterzäune durchgucken. Oder man kann Glasmodule einbauen. Hier ist ein normales Glasmodul, wodurch ich einfach durchgucken kann. Von der einen Seite kann ich durchgucken, wie das Tier von innen nach draußen auch durchgucken kann. Aber, und das fand ich so krass, man kann auch One-Way-Glass bauen. Und One-Way-Glass ist ein Glas, wo die Zuschauer in das Gehege reingucken können, aber das Tier von innen die Zuschauer nach außen hin nicht sieht. Und das hat eine direkte Auswirkung auf das Verhalten des Tiers. Und zwar, wenn das Tier von außen, also jetzt, ich habe das zwar gebaut, aber ich habe das falsch rum eingebaut, deswegen ich musste das jetzt einmal drehen. Da kann ich es nämlich auf der Seite drehen. So, jetzt kann das Tier nicht rausgucken, aber wir können von außen nach innen gucken. Wenn das Tier nicht rausgucken kann und die Besucher nicht sieht, hat das Tier eine Art höhere Privatsphäre, was dazu führt, dass das Tier sich wohler fühlt. Das war wirklich verrückt. Also als ich das gehört habe, da merkt man einfach, wie viel Arbeit und wie viel Fleiß und Detail in dem Spiel drin steckt. Das fand ich wirklich schön zu sehen. Ich habe das Ganze fertig gebaut und habe dann gemerkt, da demonstrieren zwei Leute. Und zwar, beziehungsweise mehrere Leute. Und die haben Schilder und heben diese Schilder hoch und regen sich darüber auf, dass irgendwas in dem Park nicht gut läuft. Mir ist erst gar nicht bewusst gewesen, was los war. Die Community-Managerin hat sich auch gedacht, was ist los. Und dann kann man die anklicken und man sieht, es geht um die Zoomers, die wir schon vorher einmal kurz behandelt hatten. Und die Zoomers haben sich irgendwie komischerweise in die Wand da hinten reingebackt. Was dann dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, ja, die Zoomers, die leben nicht richtig, keine richtigen Haltung. Ist ja klar, weil die haben sich durch eine Wand gebackt und haben dann in einem Zwischenraum gelebt. Das war nicht so positiv. Aber ich fand das total geil, weil das belebt das Spiel total. Und vor allen Dingen ist es auch ein sehr, sehr gutes Event im Spiel selber. Wenn es eine Demonstration von den Besuchern gibt, dann macht einen Spieler oder macht den Spieler das ja auch darauf aufmerksam, dass es irgendwo einen Missstand gibt, um den man sich kümmern muss. Und in dem Fall waren das die Zoomers, die halt hier hinter der Wand in so einem Zwischenraum sind. Sieht man hier. Und die muss sich da irgendwie rausholen. Und die haben wir dann auch rausgeholt und als wir die dann rausgeholt haben, haben die Demonstranten sich auch beruhigt gehabt, genau. Jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die ich unglaublich cool gefunden habe und zwar, ich habe einen Kürbis hier hingesetzt und der Bengaltiger, man sieht das hier jetzt sehr, sehr gut, man kann durch das Glas nicht durchgucken, obwohl hinter der Glasscheibe unglaublich viele Besucher stehen und die tummeln sich jetzt hier alle rum, weil die jetzt sehen, dass der Bengaltiger zu dem Kürbis läuft und essen möchte und ey, ich habe das gesehen, ich dachte, das kann gar nicht wahr sein. Wie krass ist das denn bitte, ja? Also, der Bengaltiger fühlt sich jetzt total sicher in seinem Gehege. Und die Besucher können jetzt komplett einfach genießen, wie der Bengaltiger den Kürbis aufisst, ja? Und hier sieht man auch, der isst den ein bisschen auf. Das heißt, der geht jetzt ein bisschen kaputt an den Stellen. Und ja, die Besucher sind sehr erfreut und sind happy darüber. Und die ganzen Gebäude sind alle komplett begehbar. Das heißt, die Mitarbeiter gehen in die Gebäude rein
und arbeiten auch in den Gebäuden. Ja, also es gibt zum Beispiel auch ein medizinisches Gebäude, wo dann auch die Tiere reinkommen und auch operiert werden. Und das kann man sich wirklich als Spieler auch komplett anschauen, was dann in diesen Gebäuden passiert. Also die Gebäude sind nicht nur Zierde, sondern die haben auch wirklich eine Funktion im Spiel, als also eine optische Funktion. Also da passiert auch wirklich was. Das finde ich sehr, sehr cool. Hier zum Beispiel ist ein Labor, was wir uns da noch angeguckt hatten. Da wird dann halt Forschung betrieben, wenn zum Beispiel Krankheiten auftreten oder so. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Heute war es mal ein bisschen anders, ein bisschen länger vor allen Dingen als normalerweise. Aber ich habe mir gedacht, das ist die beste Möglichkeit, um euch das Ganze zu zeigen, damit ihr einfach auch mal seht, wie ich das Ganze wahrgenommen habe. Weil ich habe wirklich über eine Stunde da gesessen und konnte das ganze Gameplay aufnehmen und konnte mir das Ganze genauso anschauen, wie ihr das Ganze jetzt auch gesehen habt. Und ja, also es waren alle Informationen, die ich euch jetzt über diese Session mitgeben konnte. Ich hoffe, ich konnte euch einen näheren Einblick in das Spiel geben. Und ja, ich kann einfach nur sagen, ich freue mich sehr auf das Spiel. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Und ich freue mich sehr darauf, wenn ich das endlich selbst zocken kann und wenn wir dann unser Projekt starten können. Bis dahin werden wir dann noch bald ein Planet Coaster Projekt starten, was jetzt bald losgeht. Und ja, dann kommt Planet Zoo hoffentlich schnell näher. So, am Ende bleibt nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich super über eine positive Bewertung freuen. Das hilft mir als YouTuber sehr. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und damit bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Haut rein. Ciao.